Mahlzeit, Freunde, und herzlich willkommen zu einem kleinen Vlog mit Krishan. Ich habe heute was erfahren, darüber möchte ich einfach mal so ein bisschen reden. Wahrscheinlich werde ich das jetzt mal öfter machen, mal so ein bisschen Blödsinn labern über die Sachen, die mich so interessieren. Einfach mal, damit ihr auch ein bisschen mehr von mir habt, außer nur die scheiß Let's Plays, die sowieso keine Sau guckt. Ja, also trotzdem zieh ich's durch, ja, Mittelfinger. An diejenigen, die nicht gucken, ist mir auch real. Ja, darum soll es jetzt gar nicht gehen. Ich möchte einfach nur mal so ein bisschen labern, so, was mich so halt interessiert, wie gesagt. Und wenn euch nicht gefällt, könnt ihr mal ein Like da lassen, dann weiß ich Bescheid. Schauen wir mal. Ja, ich war heute Morgen mal wieder auf Arbeit, also wie fast eigentlich jeden Tag. Ja, man ist halt sehr viel arbeiten, kaum zu Hause. Hatte heute Frühschicht und ja, als ich dann heute Morgen beim Frühstück war, habe ich das Frühschicht oder Frühstück gesagt, ist auch real. Jedenfalls hatte ich Frühschicht und als ich dann da beim Frühstück war, lief in den komischen Bäcker, wo wir essen waren, lief dann so das Radio im Hintergrund, man kann sich nicht so gegen wehren, war. Und was ich da dann gehört habe, also da ist mir echt die Arsch auf Grundeis gegangen. Also ehrlich, da dachte ich auch so, boah Leute, ist nicht euer Ernst, oder? Dreimal dürft ihr raten, welchen Tag wir heute haben. Den 21.12.2017. Welcher Tag wird wohl heute, soweit ich weiß, hier in Deutschland eigentlich inoffiziell gefeiert? Ob ihr es glaubt oder nicht, ihr könnt es vielleicht mal googeln. Es ist tatsächlich, es ist kein Witz, der Tag des Orgasmus. Ja, wirklich, der Tag des Orgasmus wird bei uns hier in Deutschland und vielleicht sogar weltweit gefeiert. Ich habe echt keine Ahnung. Ich bin so pappesatt, ich glaube es einfach nicht. Ehrlich, Leute. Wir haben momentan wirklich extrem gravierende Probleme und wir haben nichts weiter daran zu tun, als einen Tag zu feuern, in dem wir diverse Körpersäfte uns gegenseitig in und an die Körper spritzen. Ist das denn nicht geil? Oh, ich könnte mir gerade so den Arsch ablachen und bin auch tatsächlich so ein bisschen entsetzt, was wir alles für bescheuerte Tage feiern. Meine, was kommt als nächstes? Der Tag der Tierfickerei oder so? Also, da haut so ja Lemmy ab, ja? Also, boah, der Tag des Orgasmus. Es soll halt ein Tag sein, in dem jeder das Recht hat, zu zeigen, ich hoffe nicht in der Öffentlichkeit, dass jeder das Recht hat, einen Orgasmus zu haben. Als ob wir keine anderen Probleme haben. Der Tag des Orgasmus, ich kann es gar nicht oft genug wiederholen. Der Tag des Orgasmus ist natürlich ein internationaler Feiertag, den man unbedingt feiern muss. Und mein Kater geht mir gerade auch ziemlich komisch an, weil ich hier alleine da war. Ja, ey, Leute, meine Ärzte, wer feiert denn bitte schön, lass meine Stativruhe, wer feiert dann bitte schön den Tag des Orgasmus? Wer sitzt zu Hause auf einer Mittag bei Kaffee und Kuchen und denkt sich so, boah, geil, der Tag des Orgasmus, der muss hier feiert werden? Oder wer stellt jetzt Clips auf YouPorn und RedTube und X-Hamster und hast du nicht gesehen, um zu zeigen, dass er den Tag des Höhepunktes zelebriert? Ey Leute, ohne Witz, ich krieg mich nicht mehr ein. Oh, der Tag des Orgasmus. Ist das nicht geil? Ja, herrlich. Nee, nee. Nein, nein, nein. Das sind unsere Allerweltsprobleme, die wir heute haben. Nicht, dass wir ein gesellschaftliches Problem haben, in dem Leute immer mehr durchdrehen und wegen den kleinsten Kleinigkeiten sich an die Gurgel gehen, wie ich neulich zum Beispiel gelesen habe. Haben schon mehrere Millionen bestätigt, da hat so einer eine Knarre gezogen, weil er in der U-Bahn nicht auf den Sitz konnte. Ja, aber wir feiern den Tag des Orgasmus. Hey, vielleicht hätten ja mal die beiden, die da diese Rang hatten um den Sitzplatz, vielleicht hätte der mit der Knarre gezogen hat, einfach nur mal einen Pullermann irgendwo hinkriegen müssen. Vielleicht wäre es ihnen dann besser gegangen. Am besten wäre natürlich heute, weil heute haben wir den Tag des, na, ich hab's euch ja gesagt, den Tag des Orgasmus. Ja, Leute, ich krieg mich nicht mehr ein. Ehrlich. Ah, das sind unsere gesellschaftlichen Probleme. Ah, nee, ich muss das einfach mal loswerden. Das ist, ich google das auch nochmal, ehrlich. Ihr könnt es auch selber nochmal googeln, wenn ich irgendwas finde, was relevant bei Google ist, dann werde ich das in die Videobeschreibung packen. Wenn es nicht drin ist, habe ich es nicht gefunden, aber zumindest wurde es heute in irgendeinem Radiosender da erzählt, als ich heute Morgen mein Frühstück da in den Bäckerladen hatte, wo es eigentlich bisher geschmeckt hat. Aber das war echt der Hammer, Leute, ehrlich. Der 21.12.2017 ist der Tag des Orgasmus. Jawohl. Ja, dann warte erstmal von mir. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr konntet euch genauso darüber amüsieren wie ich. Und ich werde jetzt noch ein anderes Credit-Vlog-Video auflegen und die dann einfach alle hochladen und freischalten lassen. Und mal gucken, was dann so im Laufe des Tages alles oder im Laufe der nächsten Tage so zusammenkommt. Ich muss noch mich zu Hause hier ein bisschen überwinden, über so einen Quatsch in der Kamera zu reden. Und ich werde auch immer meine Sonnenbrille tragen. Einfach, weil mir tatsächlich ein Gefühl von mehr Sicherheit gibt, mir gegenüber, ja.
Und vielleicht könnt ihr vielleicht auch deswegen so ein Markenzeichen von mir werden. Also bitte nicht wundern, warum ich meine Bude eine Sonnenbrille trage, aber ich habe hier extrem starkes Sonnenlicht. Das knallt hier irgendwie UV-mäßig plus 2000 oder so hin. Ja, morgen sieht aus wie ein Afrikaner und ja, Jutta, weil es wieder ein bisschen rassistisch, ich weiß, aber Trophy schissen. So, das lassen wir jetzt mal Schlusswort gelten. Trophy schissen und vielleicht wird das mein dauerhaftes Slogan am Ende des Videos. Trophy schissen, ja. Also wie gesagt, wenn ihr genauso feiert wie ich, könnt ihr mir gerne ein Like da lassen. Ja, ansonsten keine Ahnung, ob ihr da weiter bewerten wollt. Aber ich habe mir jetzt vorhin noch öfter vor der Kamera zu quatschen, weil ein klein wenig Aufmerksamkeit möchte ich ja dann auch haben, nicht wahr? Also, Trophy schissen.